Hallihallo und herzlich willkommen zu Duisburg City, dem Magazin zur Innenstadt. Wissenswertes und Neuigkeiten rund um Duisburgs Mitte bekommen Sie hier. Mit New Yorks Wall Street verbindet man Banken und Börsenhandel. Auf der Wallstraße in Duisburg geht es weniger turbulent, dafür umso herzlicher zu. Damit noch mehr Menschen in den Genuss der sympathischen Einkaufsstraße kommen, setzt sich nun die Werbegemeinschaft ein. Von der Königstraße aus zweimal abgebogen, schon steht man auf der Wallstraße. Idyllisch ist es hier, vor allem im Vergleich zur vollen Einkaufsmeile nur ein paar Meter entfernt. Nach Kaufhausketten und Warenhäusern kann man hier lange suchen. Inhabergeführte Geschäfte prägen die kleine Einkaufsstraße zwischen Sonnenwall und Friedrich-Wilhelm-Straße. Im Einrichtungsgeschäft Himmelsatt und Erdenschön beispielsweise bekommt man alles, was das Einrichtungsherz begehrt. Anja Nocker führt das Geschäft und ist gleichzeitig zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Waldstraße. Sie weiß die Vorteile des Standorts zu schätzen. Also das Besondere ist auf jeden Fall natürlich die Idylle dieser Straße. Wird uns auch oft von den Kunden gesagt, die eigentlich die Straße entlang gehen, weil es natürlich so schön aussieht. Egal, ob man jetzt von der Friedrich-Wilhelm-Straße kommt, vom Dellplatz oder vom Sonnenwall. Und das Flair macht sehr viel aus und natürlich, es sind inhabergeführte Fachgeschäfte. Das heißt, jedes Geschäft hat ein anderes Programm und auch ein Programm, was sich unterscheidet von, sagen wir mal, von dem Mainstream, was man sonst so sieht. Seit gut 3 Jahren ist die Königsgalerie in die direkte Nachbarschaft des sogenannten Wallquartiers, bestehend aus Wallstraße, Sonnenwall und Salvatorweg, gezogen bzw. wurde neu bezogen. Zuträglich für die Nebenstraßen stand das vorherige Galeriegebäude schließlich mehrere Jahre leer. Doch perfekt läuft es in der kleinen Gasse noch lange nicht. Es fehlt an Kundenfrequenz. Also was auf jeden Fall passieren dürfte, wäre eine Hinweisbeschilderung, ja. In welcher Form müsste man sich zusammen mit der Stadt überlegen. Aber das haben uns schon viele Kunden gesagt, die Straße erstmal gar nicht finden. Gerade wenn sie von Richtung Sonnenwall bzw. Galeria Kaufhof kommen. Und was auch sehr gewünscht wird, nicht nur von uns, sondern auch von den Kunden, ist, dass die Straße in Aktionen, die die Stadt macht, einbezogen wird. Also Lack und Chrom zum Beispiel, das organisieren wir selber, dass wir hier Oldtimer haben. Und dieses Jahr hatten wir einen Swingbus da. Und was fehlt, ist eigentlich der Weihnachtsmarkt. Da werden wir auch oft von Kunden angesprochen, warum der nicht bis hier reingezogen wird, weil die Straße halt auch dazu geradezu sich anbietet. Die Situation des Wallquartiers soll aber nicht schlimmer dargestellt werden, als sie tatsächlich ist. Denn den Leerstand beispielsweise, der hier ab und an entsteht, gibt es aus Altersgründen. Die Inhaber machen ihren Laden zu, da sie in Rente gehen und keine Nachfolger haben. Doch dies würde sich meist ziemlich schnell regulieren. Schließlich lohnt sich der Standort für inhabergeführte Geschäfte gewaltig, denn hier sind sie in bester Nachbarschaft. Schneider, Optiker, Boutiquen, Restaurants, sogar ein Zigarrenfachgeschäft. Damit ist das Wallquartier genau die richtige Adresse für Liebhaber individueller Stücke und persönlicher Bedienung. Tiger und Turtle, der Landschaftspark oder der Innenhafen. Duisburg hat touristisch so einiges zu bieten und in der Winterzeit kommt eine Attraktion noch dazu, der Weihnachtsmarkt. Wir haben mit Kai Hohmann von Duisburg Marketing über die Vorzüge gesprochen. Der Weihnachtsmarkt ist eine jährliche Attraktion hier in Duisburg und zieht immer viele Menschen an. Kommen die denn nur aus Duisburg und dem näheren Umkreis oder kommen die tatsächlich auch von weiter weg hierhin? Also der Weihnachtsmarkt hat sich mittlerweile zu einem echten Leuchtturm entwickelt. Wir hatten im vergangenen Jahr geschätzte 2 Millionen Besucher. Die sind natürlich nicht nur aus Duisburg, sondern kommen auch aus der Region. Aber wir haben auch eine ganze Menge ausländische Besucher und die eben vor allen Dingen aus den Niederlanden. Merkt man das denn auch an anderen Ecken hier in Duisburg, außer auf dem Weihnachtsmarkt, dass der Weihnachtsmarkt viele Touristen anzieht? Ja, ich denke mal, es sind einfach viele Touristen eben auch aus den Niederlanden, die zum Beispiel mit Bussen kommen. Wir hatten am letzten Freitag sogar ein ganzes Schiff, das hier angelegt hat, speziell für den Weihnachtsmarkt.
Und wir nehmen auch wahr, dass der Einzelhandel das merkt und natürlich auch die Händler auf dem Weihnachtsmarkt. Gibt es ein ähnliches Event in Duisburg, was genauso viele Leute anzieht? Also wir haben natürlich viele große Veranstaltungen in Duisburg. Aber ich sag mal, als Einzelevent so an die 2 Millionen, da sticht der Weihnachtsmarkt schon ganz besonders raus. Das heißt, Tourismus und Weihnachtsmarkt ist auf jeden Fall eng verknüpft und ist auch wichtig füreinander. Gibt es da irgendwelche Neuerungen aus den letzten Jahren, was die Werbung oder die Wirkung nach außen angeht? Ja, ich habe ja gerade die Gäste aus den Niederlanden angesprochen, über die wir uns sehr freuen. Und wir suchen natürlich auch immer nach neuen Kanälen, über die wir die Menschen erreichen können. Und wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal eine Kooperation mit einem der großen niederländischen Städtereiseportale, das heißt CityZapper. Und die sind ja mittlerweile alle mobil unterwegs. Und das sieht dann so aus. Da sind dann alle Attraktionen unseres Weihnachtsmarktes beschrieben. Ne? Die Eisbahn, Riesenrad, Shopping-Tipps. Ja, so versprechen wir uns natürlich, dass wir ganz neue Leute erreichen und damit hier einladen, auf den Duisburger Weihnachtsmarkt zu kommen. Was ist für Sie das Highlight, wenn Sie Tourist wären? Warum würden Sie nach Duisburg auf den Weihnachtsmarkt kommen? Also ich mag ganz besonders Riesenräder, wo ich mit unserer Tochter immer unterwegs bin. Aber ich finde natürlich auch immer das gastronomische Angebot toll. Und dazu zählt auch die Königsalm. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß die nächsten Tage auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt erstmal noch hier in der Kälte, im Regen leider noch den Glühwein schmecken. Ja. Vielen Dank. Zum Wohl. Genau. Mitten in der Duisburger Innenstadt kommen an einem Ort Freunde der internationalen Küche auf ihre Kosten. Hier im Forum Duisburg finden sich kulinarische Spezialitäten aus der ganzen Welt wieder. Und das nur wenige Schritte voneinander entfernt. Diese Auswahl wissen nicht nur die Besucher zu schätzen, sondern auch die Lokalinhaber. Diese Vielfaltigkeit, diese Multikulti, ist, sagen wir, macht uns stark. Ne? Die Kunden kommen hier hin und die entscheiden dann vor Ort, ne, was sie, sagen wir mal, dementsprechend auch essen. Oder sie entschließen sich für eine kleine kulinarische Weltreise. Starten könnten sie dabei ganz traditionell mit deftig bayerischen Schmankerln. Und deftig könnte es auch weitergehen. Spezialitäten aus der türkischen Küche. Mit frischen Beilagen und ausgewählten Kräutern. Bei der nächsten Station wird Frische ebenfalls großgeschrieben. Asiatische Speisen sind außerdem bekannt für ihre Leichtigkeit. Und wer noch Platz für Nachtisch hat, kann sich einen ganz individuellen Crepe zusammenstellen. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Also wir haben sowohl für das To-Go-Publikum entsprechende Angebote, vor allem im Basement-Bereich. Und für die, die es ein bisschen gemütlicher haben wollen, haben wir die Cafés wie auch der große Bereich hier im Karstadt, wo man als Self-Service-Angebot sich hier seine Platte zusammenstellen kann und sich dann aber auch zurückziehen kann in eine gemütliche, ruhige Ecke. Wer jetzt Hunger auf mehr bekommen hat, und vor allem Lust aufs Reisen, der sollte sie nicht verpassen. Die kulinarische Weltreise durch das Forum Duisburg. Was sich derzeit alles sonst noch in unserer Stadtmitte abspielt, das sehen Sie jetzt in unseren Service News. Nikolaus jagt in der Duisburger Spielbank.
Nikolaus steht vor der Tür und das ist auch im Duisburger Casino ein besonderer Tag, denn am 6. Dezember bekommt das Glücksspiel eine schokoladige Note. Süße Gewinne erwarten die Gäste an diesem Sonntag bei Eröffnung der vorweihnachtlichen Jagdsaison. Sonderspielungen im klassischen Spiel beim Blackjack, Roulette und Poker mit leckeren Extras. Im Automatenspiel mehrfach stündliche Ausspielungen in der Moneybox und halbstündliche Verlosungen von weihnachtlichen Naschereien am Glücksrad. Die Nikolausjagd in der Duisburger Spielbank am 6. Dezember von 16 bis 24 Uhr. Freies WLAN in der Duisburger Innenstadt. Freies WLAN, schnell, einfach und kostenlos. Die digitale Zukunft ist in der Duisburger Innenstadt Realität geworden. Mit dem Stadtwerke Duisburg WLAN können Besucher der Duisburger City nun jederzeit kostenlos ins Internet. An 18 Zugangspunkten können sich Nutzer einloggen und surfen. Und das ist noch nicht genug. Das Angebot soll über die Stadtmitte auch in andere Stadtbezirke ausgeweitet werden. Eine moderne Infrastruktur für die Kommunikation in Duisburg, für eine sich weiterentwickelnde Stadt. Ladies Day im Duisburger Casino. Jeden Mittwoch dreht sich in der Spielbank Duisburg alles um die Damen. Ab 18 Uhr heißt es, Ladies aufgepasst, denn dann ist der Eintritt für alle weiblichen Gäste frei. Und 3 Teilnahmetickets für die Gewinnspiele gibt es gleich obendrauf. Glücksrad, Moneybox und das Bingo-Spiel Super Trio verführen die Damen mit verlockenden Gewinn. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es außerdem noch kostenlose Spielerklärungen für Roulette, Blackjack und Spielautomaten. Und nicht zu vergessen die kulinarischen Angebote. Genießen Sie den Ladies Special Salat und ein Glas Wein für 12,90 Euro und alle Cocktails für nur 4 Euro. Der Ladies Day in der Spielbank Duisburg, jeden Mittwoch. Das war's auch schon wieder für heute mit Duisburg City. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.